nochmal. Blub, 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 blub. Nochmal. Blub, 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 blub. Nochmal. Blub, 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 blub. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Y. Wir waren in dieser total überhaupt gar nicht unübersichtlichen Stadt eingekommen. Und ich danke als erstes mal der lieben Miri, dass die mir den Link geschickt hat zu der Map. Jetzt weiß ich nämlich, wo ich hin muss. Toll, nein, ich bin kein Kampfhörstwasser. Und zwar im Nordring, ziemlich gegen Ende, gibt es so eine Seitenstraße. Die Herbstallee. Ich weiß noch nicht, ob das die hier ist. Ey. Zur Herbstallee. Ach, ist das nicht toll? Da ist sie schon. Ich hab aufgepasst. Naja, zumindest ein bisschen. Und jetzt müsste da irgendwo so eine Stichstraße kommen. Hey, du. Da. Und da ist das Café Flor Delis. Aber hier ist gar nichts los. Nein, das ist Bistro Flor Delis. Heute solltest du besser das Weite suchen, sonst gibt's Ärger. Was? Was? Na, wie? Was? Wie, der greift mich einfach an? Team Flair, der sieht überhaupt nicht aus wie einer von Team Flair. Hallo, was? Admin, hallo? Hirokex? Wieso? Was zum? Hallo, geht es noch? Wieso greift er mich einfach an? Na, okay. Gucken wir mal, was ihr Schönes in eure Kommentare, in meine Kommentare geschrieben habt. Und ich sehe jede Menge neuer Kommentare bis zum geht nicht mehr. Das ist wieder richtig cool. Komm mal her, Felinara, mach du mal den Job. Und zwar, Balui, eine Frage von The Melon Game HD. Balui, wie findest du den 2DS? Ja, ich finde den 2DS für diejenigen gut, die nicht auf 3D stehen. Aber ich stehe nun mal ultra auf den 3D-Effekt und deswegen finde ich den 2DS nicht so gut. Außerdem hat der 3DS auch noch den Vorteil, dass er nicht so einfach kaputt gehen kann, weil er halt wie ein Türkeil aussieht. Also ich meine, weil er halt nicht klappbar ist und deswegen auch nicht so schnell abbrechen kann. Für alle diejenigen, also die sich erwägen, einen 3DS zu kaufen, aber nicht so sehr 3D brauchen und die lieber etwas Geld sparen möchten, für die ist der 2DS genau das Richtige. Und für kleine Kinder halt, die Angst haben, dass der DS kaputt geht. Ohne die rote Timo und ohne die Uniform von Team Flair fehlt einfach das gewisse Etwas. Hallo, du... Das ist keiner vom Team Flair gewesen. Oh Mann, oh. Oh nein, er findet doch heraus, dass das Losungswort für die Geheimtür hier im Café Sesam öffne dich ist. Dein Ernst? Das ist nicht dein verkackter Ernst. Wie dumm ist das denn? Die können das doch nicht sagen. Das ist bestimmt hinterm Schrank. Ey, du. Mach dich besser wieder aus dem Staub, sonst könnte es heute noch ungemütlich für dich werden. Noch so eine Dame, die sich nicht verkleidet hat. Okay, weiter. Cool Creeper schreibt, du kannst in der Hotelruine ein legendäres Pokémon fangen, es heißt Rotom. Da schreibt Puzzle drauf, nicht ganz. Rotom ist nicht offiziell legendär, weil man kann es zum Beispiel züchten und es ist vom Typ Elektrogeist. Ja, das haben jetzt schon mehrere geschrieben, dass ich da unten was fangen kann. Da müssen wir mal gucken. Da werden wir dann hingehen, wenn ich auch diese ganzen coolen Tricks kann, die man braucht, um da ordentlich abzugehen. So, dieses Pokémon hier werden wir mal wieder mit unserem, ich hätte jetzt fast Claptrap gesagt. Warum wollte ich Claptrap sagen? Ich bin zu viel Borderlands im Kopf. Mit Brigaron bekämpfen. Oh ja, produziere mich. Und du willst auch noch drauf rein. Dusseliges. Naja. So, also, da machen wir mal. Schaffen, Leute. Mach es weg einfach. Mach es weg. Du schaffst es. Ja, one shot, one kill. Ich habe natürlich gewusst, dass das gut ist dagegen. So, was schreibt die Miri? Hier eine Liste aller Pokémon, die Trugschlag lernen können. Ja, das ist ja interessant. Aber, naja, ich meine, ich will ja jetzt nicht meine Pokémon noch austauschen. Aber vielleicht, ja, mal gucken. War ich nur ein Mitglied von Team Flair oder bloß eine Serviererin? Hä? Will die mich veräppeln? Sagt ihr mir jetzt auch, dass Sesam öffentlich das Passwort ist? Wenn das so weitergeht, stolpert er noch über die geheime Tür, die zum Labor führt. Ein verdächtigstes Möbelstück war in Wirklichkeit eine Geheimtür. Balui sagt das Losungswort vor der Tür, Sesam, öffne dich. Die Tür öffnete sich darauf vollkommen geheimnislos. Alle weiteren beteiligten Leute in dem Café interessierte das überhaupt nicht, dass Balui einfach so durch diese Geheimtür schritt. Und damit weiter zu Balui und dem Labor von Flor Delis. Mann, war ja auch überhaupt gar nicht obvious. Ah, da ist der Boss. Willkommen.
Die Welt ist an einem toten Punkt angelangt. Es ist unmöglich, alles Leben zu retten. Nur für die Auserwählten werden die Fahrkarten in die Zukunft in den Händen halten. Willst auch du eine Fahrkarte lösen oder willst du mich aufhalten? Gib mir deine Antwort im Kampf. Wie im Kampf? Wenn ich den jetzt gewinnen lasse, dann finde ich das gut, was er macht. Und wenn er verliert, dann nicht? Flor Delis. Du Macker. Lin Fu. Alter, der hat 4 Pokémon. Wow, das wird ja mal ein längerer Kampf. Endlich. Schon lange darauf gewartet hier. So, gucken wir mal. Miri hat auch noch nie Kampfprüfung gemacht. Das sollte ich mal ausprobieren. Ja, probier es mal aus. So, Drachenzahn kommt erst auf der Siegestraße. Das ist aber schade. Na gut. Wieder was gelernt. Was heißt gelernt? Dann muss ich halt warten bis zur Drachenstraße. Komm her, Felinara. Du machst dem Lin Fu ein Ende. Ich weiß zwar nicht mehr, was es ist, aber ist egal. So, der Angler hatte 2 Barschufte, aber das eine war die blaue Variante, das andere die rote. Ach so, das habe ich gar nicht so realisiert. Danke, jetzt verstehe ich das auch. Einmal weiblich, einmal männlich wahrscheinlich. Gucken wir mal weiter. Gucken wir mal. Du bekommst Kaskade später während der Story. Danke, Beatdropper. Okay. So, weiter. In Kappadors Eintrag steht, dass es als Delikatesse gilt, es zu essen. Weiß nicht, in welcher Edition der Eintrag ist. Und Miri schreibt, kann es sein, dass du den Eintrag von Barschuft aus Schwarz-Weiß 2 meinst? Sie gelten als Delikatesse aufgrund ihrer brutalen Natur, liegen rot und blau gestreifte Exemplare immer im Clinch. Oh oh. Wieso hat der ein Garados? Ich meine, ihr schreibt, ihr habt mir auch gesagt, hör mal, Louis, nimm Carpador mit, kriegst du ein Garados raus. Ja, Aber Baloui wollte kein Carpador. Also ich finde das also so Fische, ja, so. Ich bin ja eh nicht so der Fischfreund, aber Fische kann man ruhig essen. Okay, das war jetzt gemein, oder? Das arme Carpador. Aber naja, Carpador ist auch irgendwie so ein Code. Gut, dieses Garados würde ich jetzt wieder nicht essen wollen. Ich glaube, das wird das bestimmt nicht mögen. Wutanfall? Auch nicht schlecht. Alter, sag mal, jetzt so langsam hackt es aber. Er muss jetzt mal ganz dringend besiegt werden hier. Geh schlafen. Jawohl, Garados ist weg. So, gucken wir weiter. Brigaron erreicht Level 60. Brigaron versucht Hammerarm zu erlernen. Was ist Hammerarm? Wollen wir doch mal gucken. Eine Kampfattacke mit 100 Stärke und 99er Neu. Anwender trifft mit einem starken Hieb, senkt Initiative des Anwenders. Ja, da müssen wir jetzt doch mal so langsam nachdenken, was wir dafür wegpacken. Weil Pflanzensäule eine Combo-Attacke ist, machen wir Samenbomben weg. So, die habe ich zwar gerne benutzt, die Attacke, aber irgendwann muss auch die beste Attacke mal ausgetauscht werden. Ich hoffe, Hammerarm ist gut. So, kriegen alle schön XP. Logok erreicht auch noch ein Level Up. Schön, Logok versucht. Flammenblitz. Alter, was ist denn hier los? Wollen wir mal gucken, was Flammenblitz macht. Anwender hüllt sich in Flammen und stirbt auf das Ziel, das sie eventuell verbrennt. Anwender selbst nimmt große Schaden. Ja, das werden wir vielleicht... Na, Sturzzug ist ja fast das Gleiche. Fast das Gleiche. Und Himmelhieb war... Kinnhaken, der das Ziel gegen Himmel schickt. Hatten wir das jetzt vor kurzem gelernt und noch nie benutzt. Feuerfeger. Starker Tritt mit hoher Volltrefferquote verursacht eventuell Verbrennungen. Tja, was verlernen wir? Ich würde sagen Sturzflug, weil es ungefähr das gleiche ist und wir schon ein Flug-Pokémon haben. So, dann hat er nämlich Flammenblitz erlernt. Und er setzt als nächstes Krammus. Natürlich wechseln wir wieder auf Luxtra. Komm, Brigaron, zurück! Okay, weiter. Mein Luxra sieht voll scheiße aus, vor allem weil meine Vorlage falsche Farben hat, beziehungsweise ich Stellen blau gemalt habe, die grau sein müssen. Ist das schlimm? Dafür habe ich ihn auch als Mensch gemalt. Nö, Denise, nein. Das ist nicht schlimm. Ich freue mich über jedes Bild, was eingesendet wird. Also, ne? Aber wisst ihr, was ich wieder vergessen habe? Ich war wieder nicht bei der Post und habe wieder keinen Postfach gemacht. Wenn das so weitergeht, ne? Aber ich muss da jetzt, morgen schaffen. Ja, nicht. Ich werde auf jeden Fall noch diese Woche machen. Muss ich auf jeden Fall. Sonst ist das ja bis zu meinem Geburtstag niemals fertig. So, gucken wir mal weiter. Was habt ihr noch geschrieben? Haha, Schmarotzer ist nicht aktiv. Lalalalala. Komisches Pokémon.
Mendigold schreibt, ja, jetzt habe ich auch einen Ohrwurm von Don't Drop That Dan. 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 Jetzt habe ich auch wieder einen Ohrwurm. Das habt ihr gut gemacht. Warum habe ich das überhaupt gelesen? Luxtra will Knirscher erlernen. Ja, was sollen wir denn dafür vergessen? Luxtra Unlicht, Knirscher. Ja, dafür können wir eine ganze Menge verlieren. Das war zwar ganz lustig. Wir vergessen das dafür. So, gucken wir weiter. Luxtra hat bisher erlernt. Ich gucke, lese nebenbei, ob irgendwas Wichtiges noch steht. Wie viele Vegetarier es bestimmt in der Pokémon-Welt gibt. Ja, bei den ganzen Bären, die überall in den Bäumen wachsen und die ich die ganze Zeit austausche und so, Quatsch, die ich immer sammel, esse. Wer pflanzt denn so viele Bäume? Natürlich die Vegetarier. Okay, das ist vielleicht etwas, naja, egal. Nein, 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 nein. Alter, mein gutes Felinara, ich glaube, sagt, mach ihn weg. Okay, das ist nicht effektiv. Wir tauschen aus gegen... Erstmal Luxtra, weil der braucht Level. Guck mal. Zweitens, Kreiderscheid. Das steht bei Barschuft. Okay, das hatten wir schon. Balui hat zwar für den Kampf praktische Pokémon, aber keines, das der Schneider oder Zerstörer etc. kann. Ja, ne? Ja, ne? Wir brauchen auch Pokémon, die das alles können. Das ist voll nervig. Eigentlich brauchst du ein Pokémon, was alle VMs kann, sodass du im Prinzip einen so einen Platzhalter hast. Und nicht da, und deine guten Pokémon die guten Attacken lernen, die du auch trainierst. Gibt es da nicht eine Möglichkeit? Ihr seid doch alle immer so... Was? Alter, dein Pokémon ist ein Wasser-Pokémon, das kann nicht brennen. Och, Mann. Glaub, ich spinn wohl. Und wieso hat der Pyroleon eigentlich so eine extrem hohe Initiative? Echt krass. Der sieht ein bisschen aus wie Floridelis, oder? Wenn ihr euch mal das Gesicht anguckt und die Haare, finde ich, sieht der Löwe Floridelis sehr ähnlich. So, Luxtra kriegt dickes P. Und alle kriegen dickes P. Und ich verbinde Floridelis. Ja, mein Freund. Wahrhaftig, tief in deinem Herzen lodert die Flamme der Überzeugung. Yes. Guck mal, wie ich mich freue. Yes, ich habe ihn besiegt. Yes. Das war aber ein bisschen einfach dafür, dass er der Boss der Bösen ist. Du und dein Pokémon-Team. Ihr meint es also ernst. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Du bist hier, um mich aufzuhalten. Doch hör mir zu. Eins hatte ich vor, mit dem Profit meines Labors die Menschheit, ja die ganze Welt zu retten. Aber meine Mühen waren vergebens. Die Welt ist einfach zu groß. Ein einzelner Mensch wie ich könnte die Menschheit niemals zur Vernunft bringen. Also fasste ich den Entschluss, meine Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Ich erwarte nicht, dass du jemals verstehst, was ich denke und was mich antreibt. Versuche ruhig, die ultimative Waffe aufzuhalten. Doch dafür wirst du unser Labor erforschen und gegen alle hier kämpfen müssen. Och nö. Einer der Wissenschaftler vom Team Flair hat den Liftschlüssel. Danke, dass du mir das verrätst. Ist ja nett von dir. Alles und jeden retten zu wollen. Dieser völlig unrealistische Wunsch ist es, der die Welt so peinigt. Ja, aber er kommt einfach... Tritt ihm doch in die Eingeweide. In die Eier, wollte ich sagen. Okay, also die Pfeile... Okay, das ist lustig. Anscheinend muss ich ein bisschen kämpfen. Na, ist egal, wir trainieren unsere Pokémon. Hey, Madam. Das Wurmfeld erfasst dich und schwupps bist du weg. Ja, danke schön für den Tipp. Weiter gucken. Kardak schreibt noch, ich finde das gut, dass der Schatten beim Surfen wenigstens mal wie ein Fisch oder sowas aussieht. Bei dem anderen war es immer nur ein schwarzer Fleck. Da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Aber du hast wahrscheinlich recht. So, guck mal, was noch Schönes steht. Da steht... Puzzle hat geschrieben. Warte, jetzt muss ich erst Pokémon auswählen, dann lese ich Puzzles vor. Komm mal, Herr Logok, du hast schon lange nicht mehr gekämpft. Aha, Balui, oha, Balui, immer gegen den Strom. Nie liest du meine... Och nein, Puzzle, im Ernst. Wieso schreibst du so ein Müll? Oh, der Müllschluck hat wieder zugeschlagen. Raupi ist unnütz, dann schau doch mal hier. Okay, jetzt muss ich auf den Link klicken, aber ihr seht das nicht. Warte, ich gucke mir das aber trotzdem an, weil ich ja irgendwas Spannendes. Alter, was ist das? Ach ja, das war ja stark.
Okay, der liebe Passer hat einen ganz kleinen lustigen Link geschickt. Den solltet ihr. Okay, den solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Da kämpft das Raubi gegen einen Stalos oder sowas in der Art. Voll episch, Alter. Wer macht denn sowas? Wer malt sowas? Okay. So, Level 3. Ich muss mich wieder aufs Spiel konzentrieren. Nee. Den Drachenzug hast du noch nicht, also das hatten wir schon. Super Angel ist die beste Angel. Okay, ja, yeah, egal. Kämpfen liegt mir eigentlich ja gar nicht so. Zuweilen bin ich auch schon mit Atmen überfordert. Ja, wenn du beim Team Flair bist, würde mich das auch nicht wundern. Oh Mann. Okay, es heißt also, jetzt könnte ich theoretisch auch auf diese Warpfelder gehen. Ich habe ja auch gerade gar keine andere Möglichkeit. Oh, ein neuer Gegner. Ne, eine neue Gegnerin. Die will ich gegen kämpfen. Hey, Madam. Hallo, Admin. Wenn das mal nicht der faszinierende Trainer vom Carlos-Kraftwerk ist. So trifft man sich also wieder. Genau wie ich es gesagt hatte. Glaubst du auch nicht im Ernst, Aliana, dass du mich besiegen könntest, oder? Ihr habt eh alle die gleichen Pokémon, das ist voll langweilig. Such euch mal andere aus. So, boing, genau. Ey, warte mal, ich habe auch Bedroher. Ja, also bedrohen wir uns gegenseitig, das ist ja schön. Das hebt sich also ein bisschen auf. Wir wechseln aber gegen Butalanda, hatten wir schon lange nicht mehr. Komm mal her, Butalanda, flieg mal hier in diesem Raum. Kannst du mal an die Decke fliegen. Die Kampfübung ist nichts für dich. Das ist für Leute, die competitive zocken. Also Strategiekampf. Ey, Puzzle, was soll das denn heißen, ne? Das verstehe ich nicht. Das ist voll gemein. Okay, du kannst nicht wirklich einen Film drehen. Du kannst eine Trainer-Promo für dich machen. In der fünften Generation. Genauer gesagt, bei Schwarz-Weiß konnte man sogar Filme drehen. Echt? Okay, also das würde ich... Diese Trainer-Promo muss ich mal ausprobieren, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Nee. Dann gucken wir weiter. Oh, ich habe vergessen, das Bild auszulosen. Ja, Mist. Das war nicht so klug. Und das habe ich für heute auch wieder nicht vorbereitet. Ja, Mist. Muss ich dann morgen machen. Oh Mann. Erinnere mich doch mal einer daran, bevor ich aufnehme. Ich sollte mal die Kommentare in Zukunft, bevor ich aufnehme, einmal durchlesen. Weil, dann würde mir sowas einfallen. Schadrago, das kenne ich noch nicht. Schadrago ist was? Oh, das sieht aber schön aus. Naja, eigentlich nicht. Aber die Farben passen nicht zusammen, die harmonieren überhaupt nicht. Hehehe, ist auch ein Drachen-Pokémon. Da dürfte mein Fliegen ja gar nicht so viel Schaden dran machen, oder? Ach, aber genug. Drachenklaue dürfte aber jetzt nicht bei mir viel Schaden machen, richtig? Alter, ich bin auch ein Drachen-Pokémon, du Lappen! Wieso macht Drachenklaue bei einem Drachen viel Schaden? Wer hat sich das denn schon wieder ausgedacht? Beiß dich jetzt zu Tode. Was ist jetzt davon? Hoffe ich zumindest. So. Warum hat der so Schaden gemacht, Alter? Und Angelo schreibt noch, mein kleines Luxra wird erwachsen. Ja. Leider kann es ja nicht noch erwachsener werden. Aber so ist schon ziemlich gut. Du bist mir aber ein interessanter Trainer und augenscheinlich weit nützlicher als ein Rüpel. Ja, ich bin halt Balui. So, den Schlüssel habe ich zwar nicht, aber ich lasse dich trotzdem vorbei. Doch welches Wurmfeld ist es wohl? Welches Wurmfeld wirst du nehmen? Das ist aber nett, dass du mich vorbeilässt. Ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, hier beenden wir auch die Folge. Welches Wurmfeld wird der liebe Balui in der nächsten Folge wohl nehmen? Ihr könnt ja schon mal rätseln. Okay, das war dumm. Ihr könnt ja schon mal gut schön rätseln, wie es jetzt weitergeht, weil Balui hat sich schon für ein Wurmfeld entschieden. Und wollte da gar nicht drauf. Aber ist auch egal. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht morgen bei einer neuen Ausgabe Pokémon Y mit Balui. In dem Sinne einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag und wir drehen uns hier noch einmal im Kreis. Ich will noch wissen, was passiert. Ich bin jetzt neugierig. Das ist lustig. Nochmal. 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 Don't drop the dandana. Don't drop the dandada. 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 Okay, ich bin bescheuert. Ist schon spät. Ich sollte aufhören aufzunehmen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, guten Tag, was auch immer. Ihr kennt das. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.